Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt kommen in War Thunder. Ich gehe eine Runde fliegen jetzt im Maximal Rating 3-0 aus nur einem einzigen Grund. Ihr seht es direkt. Challenge in Honor of Vasily Zaitsev. Guckt euch die Zahl an. 236 von 242. Ich habe nicht mehr viele Abschüsse vor mir. Ich werde das jetzt erfüllen und werde dann 30 Battle Pass Points in die Finger kriegen. Oder, Progress Points, sorry. Und kommt dementsprechend mit meinem Battle Pass viel, viel weiter. Hat aber, ich sag's mal so, ich habe mit meinem Lieblingsdeck gearbeitet von den Amerikanern und habe mich da soweit schön hochgeballert. Victory March dauert noch ein bisschen, da müssen mehrere Missionen gewonnen werden. Ihr seht, das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Und Biathlon Marathon, ja gut, ich muss einfach nur mehrere Missionen spielen. Ihr seht, wie viele Missionen ich gemacht habe, 52 Missionen. Und dann bin ich da endlich da hingekommen. Ja, es sind wirklich kaum zu glauben, nur 6 Abschüsse. Daher, schnacken wir nicht lang, auf in die Schlacht. Ich habe sogar so ein Ding mal angemacht, allerdings momentan nur Pleitegeier-Aktion. Flügelmann und Hilfsbereit kriegen. Ja, irgendwie kriege ich kein Flügel. Hilfsbereit kriege ich nicht und Flügelmann kriege ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich das Ding mit Flügelbrecher aktivieren, aber das habe ich irgendwie nicht auf Anhieb gleich gefunden. Ja, daher. Ja, immer noch Stufe 16 im Battle Pass. Mir fehlt ein verschissener Punkt. Das ist echt eine Katastrophe. Ja, entweder schaffe ich dann mal jetzt hier diese Aufgabe abzuschließen. Ja. Oder halt, aber diese ist halt wirklich jetzt mal. Deshalb will ich euch da extra mitnehmen. Ich hoffe mal, es kommt auch noch zur Schlacht, weil es ist, ja, recht früh. Es sind noch nicht allzu viele von euch wach da draußen. Ne? Also laut der Anzeige 56.165 sind online, sind aufgestanden. Ja, Zahl klingt für manche klein, aber naja. Oh ja, es geht los. Oh, Ohio. Oder auch ehemalig Pearl Harbor genannt, die Karte. Ja, Bodenziele gehe ich jetzt nicht. Ich habe nur eine einzige Aufgabe. Und das heißt, Flugzeuge abballern. 6 Stück insgesamt. Werde ich mit dem einen Flieger nicht schaffen. Gehe ich mal davon aus. Ich hätte die A36 nehmen sollen. Aber ich habe den jetzt hier ausgewählt mal. Na, gucken wir einfach mal, was ich mit der Corsair hinbringe. Oh je, wenn jemand sowas schreibt, hello, Pünktchen. Ja, halt ich habe den Schimpfwortfilter an. Da ist das bestimmt noch Hallo, ihr Arschlöcher oder sonst irgendwas. Mal sehen. Schöne viele Gegner. Sutherland, Co. Ja, gucken wir einfach mal, was wir so in die Finger kriegen. Allerdings steige ich noch ein bisschen. Ich brauche nur 6 Abschüsse. 6 Abschüsse. Wenn man sich das lange noch im Kopf reindreht, kriegt man es auch vielleicht noch rein. Alles potenzielle Gegner, alles Möglichkeiten, die man abschießen kann. Ich guck mal, wie weit ich nach oben mit reinziehen kann. Sutherland wäre natürlich jetzt ein geeignetes Opfer Nummer 1. Der aber auch. Erwarten. Das heißt für mich nach unten. Ganz schnell nach unten. Ganz schnell nach unten. Dann werde ich die Flieger verlieren. Immerhin tue ich damit auch noch was tun. Oh mein Gott!
Okay, du willst Stress, du willst Streit. Kannst gern haben. Das war aber ein Schmatz auf die Backe. Aber 4 Kills mit einem Flieger. Ich bin gut drauf. Also, ich habe 4 Kills, jetzt brauche ich noch 2. Das könnte ich eigentlich entspannt machen, aber wisst ihr was? No way. No. Ich nix entspannt. Ich glaube, ich hole die da oben. Obwohl, dafür habe ich nicht die Steigrade mit dem Ding hier. Das ist ein Schlachtflugzeug. Der ist da unten eher gut aufgehoben. Ich könnte den hier auf mittlere Höhe noch kriegen. Nee, nee, der steigt zu gut. Dann gehe ich nach unten. Er fliegt da unten. Leider, leider. Für die Steigernummer bin ich nicht gedacht mit dem Flieger hier. Au. 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 Na. Da bist du. Was? Oh. A36 gegen A36. Das ist lustig. Leider eine Flügelklappe abgerissen, der Penner. Tja. Verpisst er sich oder was? Nee, nee, nee. Nicht nach meiner Ruhe, mein Freund. Meiner. Der hat mir was abgerissen. Mano, Dieb. Der Penner hat mir was abgeschossen, bitteschön. Ich brauch hier die Flügelklappen, die Sonder. Ein paar bestimmte Manöver. Übrigens, Abschüsse auf diese KI-Flugzeuge, ich glaube mal, das variiert, aber bei erhöhterem Rating-Bereich 270 Lines. Guck mal ein bisschen was für die kleine Brieftasche zusammen. Wuhu! In der Klappe da. Was? Hey, komm. Hey, das ist meiner. Verpisst euch. So. Nummer 5. Da fehlt nur ein einziger. Wer? Nein, der ist hoch. Wo ist hier ein Gegner? Da fliegt ein Spitfire. Da wurde der. Okay, der ist gelandet oder der ist schon tot. Wenn du mal einen Gegner brauchst. Lass mir jetzt meine Challenge hier nicht kaputt machen. So, ist ein Bunker. Der ist zu weit oben. Der kommt vielleicht gleich runtergekrochen zu mir. Genug Munition, ja. Müsste eigentlich reichen. Für einen wird's reichen. Ein Gegner. Ein Abschuss. Mehr brauche ich nicht. Mehr will ich nicht. Gut, alles was drüber ist, ist natürlich Bonus. Jupp, da haben wir. Da haben wir den entsprechenden Abschuss. Kann ich euch hinterher machen, ey. Ist das der Arzt kommt? Ah, shit. Aber einen hole ich mir noch, komm. Einen hole ich mir noch. Nee, wir haben verloren. Aber hey, ich habe meine Abschüsse gemacht. 7 Abschüsse habe ich hingelegt. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob das auch wirklich gegolten hat. Oh. Ja, ich hab's geschafft. Bing, 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 bing. Ja, ist mir egal. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh. Ich hab's geschafft, Leute. Oh Mann, ey, wie viele Stunden noch mal dran rumhängt. So, her damit. Dankeschön. Dann wollen wir mal gucken. Ja, damit erhalte ich jetzt erstmal die Lines. Was so? Ja, danke. Was soll das darstellen? Ah,
Avatars, Montgomery and Tedder. Was soll ich damit jetzt anfangen? Ach so, ach kommt. Das ist ja Schwachsinn. Braucht doch kein Mensch. Yay. Und noch ein 30er Booster. Ja, hat sich jetzt gelohnt? Naja, es geht. Immerhin, das hier ist nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Für die nächste Aktivität. Ja, jetzt muss ich nur noch das hier schaffen. Das kann sich noch hinziehen. Das kann noch dauern. Bis zum 9. werde ich es geschafft haben. Aber das ist doch recht schwierig. Und ja, gut, Marathon. Ja, ist ja nicht mehr viel, ne? Sind ja nur noch 47. 47 mal spielen. Mann, da wirst du bekloppt, ne Ben. Aber gut. Es ist 47 mal noch. Dann kriege ich da auch noch mal was ordentlich drauf. Und wenn ich das hier dann auch mal geschafft habe, endlich mal. Ich muss ja jetzt nur noch einmal eine Mission fliegen. Das mache ich dann gleich. Mit dem Flugzeug Rang 3 und mit dem muss ich mindestens einen Abschuss hingelegt haben und dann auf Platz 1 anschließen, also 1 oder 3 stehen und dann kriege ich ja auch nochmal 3 Points drauf. Das ist auch mal ganz nice. Ja, aber mir fehlt dann immer noch 2 Points. Na naja, gut, gucken wir mal, was ich da für eine extra Aufgabe noch kriegen kann. Jo Leute, das war's. Ich hoffe mal, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, trotz der kleinen Runde. Es war. Eigentlich war es voll geil. Und wenn ich überlege, innerlich war ich jetzt nervös und habe gedacht, ja toll. Jetzt, wo es drauf ankommt, da kriegst du doch bestimmt nicht die Kills zusammen, die du brauchst. Musst bestimmt 2 Runden ziehen. Aber es hat geklappt. Es hat wunderbar geklappt. Also, ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Und auch wenn dieser verdammte Misthund mir die Klappe hier abgeschossen hat. Ich hab den nicht mal auf dem Radar, also auf diesen, ne, ich hab den nicht mal gesehen. Oh, guck mal, so wenig Kohle ist reingekommen. Na gut. Ich hab den nicht mal auf dem Radar gesehen, ey. Ich weiß auch nicht, der kam aus dem heiteren Himmel. Aber gut, das Radar, das hier oben an der Ecke ist, ne, das ist manchmal fehlerhaft. Manchmal ist es echt dämlich. Ja, damit habe ich die Challenge Vasili Zaitsev abgeschlossen. Ja, und die anderen beiden werde ich auch noch irgendwann schaffen. Da werde ich euch auch dran teilhaben lassen. Ich sag's mal so, wenn hier noch ungefähr, also hier noch eine Mission gespielt werden muss und hier noch eine gewonnen werden muss, ja, ich weiß, das ist schwer zu timen, werde ich dann auf jeden Fall wieder Video draus machen. Das wird echt schwer zu timen. Muss vorsichtig fliegen, vorsichtig, ja, das ist halt so. Obwohl, das könnte eigentlich funktionieren. Könnte funktionieren. Nee, funktioniert nicht. 47. Und. Ha! Ja, okay, dann werden es doch 2 verschiedene Videos werden. Scheiße war's. Naja, gut. Ja. Gut genug, Leute. So, naja, damit ist perfekt. Ja, gut, Knut, wie gesagt, dann. Ich hoffe mal, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken. War jetzt halt eine nicht allzu lange Runde und trotzdem war sie doch sehr interessant und spannend. Immerhin Klassenziel erreicht. Ich hoffe mal, ihr habt es geschafft schon. Könnt ja mal in die Kommis schreiben, ob ihr schon so weit auch gekommen seid. Ist halt, ja, muss schon viel reinlegen. Gut, die meisten Schlachten, die ich geschlagen habe, waren jetzt halt auch mehr mit den Schiffen, ne? Daher werdet ihr dann auch morgen, sofern nichts anderes dazwischen kommt, werdet ihr morgen Chefsvideo sehen, was die Japaner angeht. Da sind ja auch ein Premium-Schiff mit reingekommen. Besagt ein Premium-Zerstörer. Sein Kostenpreis, ob er es wert ist und dies und jenes, ne, werden wir dann mal gucken, ob der wirklich sein Wert ist. Ja, komische Wortwahl jetzt alles. Gut, dann. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Und ansonsten viel Spaß noch beim Zocken. Viel Glück noch bei dem ja, Challenge damit, was ihr die Zeitsef erreichen. Ihr könnt ja, wie gesagt, in Kommis schreiben, ob ihr das nicht schon geschafft habt. Ich brauche da halt jetzt ein bisschen länger, weil ich mehr Schiffe gefahren bin. Wäre ich die ganze Zeit kontinuierlich nur geflogen, dann hätte ich auf jeden Fall viel schneller es erreicht. Das steht mal fest. Gut. Also bis dann, Leute. Ciao.